Hey, interessiert euch, was wir hier alles verändert haben, was wir hier gebaut haben oder bei dem Fahrzeug, was auf der anderen Seite steht? Dann bleibt dran, nach dem Intro geht's los. Herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Miga Caravan in Dinkelsbühl. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute wird es mal wieder ein bisschen technisch und was den Einbau betrifft. Ich möchte euch hier bei dem Fahrzeug zeigen, wie wir eine Cinderella-Verbrennungstoilette eingebaut haben. Haben wir schon oft gezeigt, aber es ist immer wieder interessant, wie es vorher ausschaut, wie es nachher ausschaut, was wir hier alles machen, dass auch das Verständnis ein bisschen da ist, was da so aufwendig ist, weil es ist nämlich schon echt eine Nummer. Also es ist nicht ganz ohne. Und dann natürlich, was wir bei dem Fahrzeug da hinten alles schon mittendrin sind, auch da lasse ich euch mit reingucken, da sind wir gerade voll dabei, was wir da alles umgebaut haben, was wir da gerade am Machen sind. Aktuell haben wir 1, 2, 3, 4 Autos da stehen, wo wir parallel bauen. Unten haben wir noch einen großen Morello, Morello Palace. Auch den will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Auch der kommt noch zum Vorschein, wobei da machen wir jetzt nicht so viel. Aber auch der kriegt einen ganz schönen Umbau. Und heute haben wir noch beim Tournee einen Ladebooster verbaut. Und morgen kommt spezielle Geschichte. Auch da werde ich euch mal mitnehmen. Und den Kunden haben wir schon mal da gehabt, da bauen wir auch was Tolles ein. Ja, und so sind wir ständig am Tun. Hier sind schon die neuen Werkstattmöbel da für unseren neuen Arbeitsplatz da hinten. Weil da haben wir ja die Ausstellung ein bisschen verändert, haben den Platz da hinten erweitert. Hier haben wir die ganzen Möbel, Werkzeuge liegen auch schon da. Da geht's auch richtig zur Sache, da passiert auch richtig viel. Aber Schluss mit der Quasselei, jetzt gehen wir ins Eingemachte und schauen uns einfach mal die Fahrzeuge an, was da alles so passiert ist. Hier verbauen wir jetzt unser Cinderella. Da sehen wir das Fahrzeug. Cinderella Verbrennungstoilette. Ist ein bisschen ein Aufwand. Wir blenden euch auch oben rechts die Bilder ein, wie es war. Da sieht man schon, wie die Toilette langsam rausgenommen wird. Unten im großen Bild ist sie schon raus. Der Umbau ist ziemlich komplex, ziemlich aufwendig. Da versteht man vielleicht auch manchmal, wie solche Preise zustande kommen, weil es ist schon ein echter Aufwand. Kaminleitung legen, Oberschränke, Möbelbau ändern und. Da steckt schon ganz schön was drin. Und das schauen wir uns jetzt alles einmal an, wenn es fertig ist. Ja, hier haben wir jetzt die Cinderella-Toilette eingebaut. Cinderella-Verbrennungstoilette. Hier haben wir eine kleine Besonderheit. Die Vitrine musste versetzt werden. Hier hinten geht der Kaminschacht hoch. Ihr seht, hier ist offen. Zeige euch das Ganze gleich noch etwas näher. Blende ich mit ein, weil hier musste natürlich alles dementsprechend verändert werden, der ganze Möbelbau. Weil wir müssen immer mit dem Kamin gucken, dass wir relativ gut nach oben durchkommen. Dann auch natürlich hier alles verblendet, auch hier eine Ablage reingemacht. Auch das musste alles verändert werden. Also ist ein riesen Geschäft. Also das ist schon echt immer eine Nummer, so eine Cinderella einzubauen. Das dauert schon extrem lang, weil der ganze Möbelbau hier bis oben hin alles auseinandergerissen werden muss, alles neu installiert werden muss, zugeschnitten, verblendet werden muss, die Lichter müssen neu gesetzt werden, die Kabel müssen neu gemacht werden. Also es ist schon echt ein Act. Ja, Vorteil, Nachteil. Die Cinderella ist eine schicke Toilette. Vorteil ist, durch die einfache Handhabung habe ich einfach keinen Müll mehr. Das heißt, die Rückstände, Urin sowie auch meine festen Stoffe werden restlos verbrannt und lösen sich in Wohlgefallen auf. Das Einzige, hier unten ist ein kleiner Aschbehälter drin. Den muss ich nach 14 Tagen bei voller Benutzung mit 2 Personen dann mal ausleeren. Und ist halt eine Handvoll Asche. Die kann ich hier wiederum in die Wiese streuen, überall hin, weil es ist ja nur Asche. Natürlich ist zu bedenken, sie braucht viel Gas. Das ist so.
Die Cinderella hat einen sehr hohen Gasbedarf, weil die brennt natürlich 1,5 Stunden circa, bis da drin alle Hinterlassenschaften weg sind. Das ist halt so ein klein bisschen das Manko. Kommt immer so ein bisschen aufs Reisegebiet an oder wie man hier dann dementsprechend mit der ganzen Geschichte umgehen möchte. Will man erweitern auf den Gastank, dann ist das natürlich auch eine tolle Geschichte. Bei mir passt sie leider nicht rein. Ich würde sie auch bei mir gern verbauen, weil sie hat für mich schon Vorzüge. Bei mir ist aber die C1 drin, die natürlich auch gravierende Vorzüge hat, aber alles besser wie eben diese Kassettentoiletten. Für mich persönlich, immer nur mein persönlicher Geschmack und meine Erfahrung. Wobei die hier schon höhere Geschichte ist. Also ich finde die schon richtig geil. Der Sitzkomfort ist toll. Da drin haben wir den Verbrennungsraum, läuft gut. Das schöne Display, relativ einfach gehalten und ich kann sie auch mehrfach hintereinander nutzen. Auch das ist kein Problem, da muss man auch keine Angst haben. Aber die Gegebenheit muss passen für den Einbau und es muss halt auch möglich sein. Ja, hier schweifen wir jetzt einfach mit der Kamera nochmal über den fertigen Umbau. Ihr seht, alles wieder am Platz, natürlich ein bisschen verändert. Oben rechts sieht man den Kamin, wie schön verkleidet. Alle Lichter brennen wieder, alles ist an Ort und Stelle, natürlich etwas anders wie vorher. Aber da sieht man einfach, was für ein Aufwand so ein Umbau denn auch wirklich ist. Ja, hier sind wir gerade dabei, einen Wechselrichter von WCS zu verbauen. Hier kommt eine Kombi, die machen wir unterm Sitz. Dann haben wir hier noch den Ladebooster. Bedenklich ist hier gar nichts, weil beides kriegt wunderbar Luft. Hier haben wir die Abluft. Nach vorn ist überhaupt kein Problem. Nach hinten reichen die Kabel schön durch. Das ist wunderbar. Ich zeige euch gleich noch den Batteriekasten, weil der ist nämlich ziemlich voll. Da passt auch gar nicht mehr rein. Dann haben wir hier den Ladebooster verbaut auf der Seite, dass er auch hier nach hinten schön abblasen kann, und dass man noch an den Taster rankommt. Das muss man in der Regel zwar nicht ran, aber auch das muss natürlich gewährleistet sein, damit man da ohne Probleme groß hinkommt, beziehungsweise dann auch mal sieht, was das ganze Teil so macht. Das ist jetzt eine 2000er Kombi mit 60 Ampere Ladestrom, was wir hier verbauen. Ist natürlich immer wenig Platz in solchen Autos, aber wir finden hier immer ein Plätzchen, wo unsere Geräte unterkommen und das ganz ohne große Probleme. Also da muss man sagen, das ist schon richtig klasse. Unterkonstruktion natürlich schön gebaut, damit man alles schön befestigen kann und damit es alles passt. So schaut es jetzt aktuell noch aus. Das ist eben der Batteriekasten und ihr seht, was da für ein Kabelwust herrscht. Jetzt muss hier noch die 230 Volt Verteilung gemacht werden. Da muss noch der Akku kommt auch hier rein. Und das ist natürlich schon alles eine enge Kiste. Und der Solarregler soll auch noch rein. Ah, das ist schon echt heftig. Also da bin ich schon richtig gespannt. Aber wir kriegen das natürlich hin und zeige euch natürlich dann auch das Endresultat. Aber das wird schon eine heiße Nummer, weil es ist schon echt wenig Platz, ne? Also wenn man das so anguckt. Aktuell natürlich alles zerruppt, weil da sind wir gerade dran, das alles zu sortieren und richtig anzuschließen. Aber das ist schon eine Nummer, was wir da vorhaben. Also das ist schon immer wieder nicht ganz so einfach, das Ganze. Ja, und hier sehen wir jetzt mal Originalverkabelung von einem Morello. Hier haben wir einen Mastervolt-Kombi drin. Da oben liegt schon die erste 150er Lithium-Batterie drin und dann haben wir noch das Seitenfach. Hier sehen wir das, da bauen wir unsere Solarregler rein in die ganze Geschichte, weil platztechnisch bietet sich das hier einfach perfekt an. Ist eh schon das Elektrofach, so können wir hier auch entsprechend arbeiten. Natürlich müssen wir den Mastervolt, das macht jetzt hier gleich mein Kollege, der Marc, fleißig einstellen. Den müssen wir komplett neu programmieren auf die jeweilige Kennlinie. Ja, hier haben wir einen Foster. Außensteckdose hat er bekommen hier, statt vorher der Sog, wo da verbaut war. Ein Kompressorkühlschrank hat er bekommen. Hier ist der Kollege, der den gerade einstellt und nochmal testet. Hier haben wir zwei Bulldrum-Batterien reingemacht auf Kundenwunsch. Solarregler, Ladebooster, Wechselrichter, 3000er, 200er Kombi und vieles mehr. Dann gehen wir ins nächste Auto. Hier sind wir auch fleißig am Arbeiten. Also es ist schon verrückt, was hier los ist. Hier werden nur ein paar Kabel gelegt. Ihr seht, der Kollege ist unten drin, zieht gerade Kabel durch für die Antenne, dass wieder alles funktioniert.
Ja, das war mal wieder so ein kleiner Technikeinblick in unsere Werkstatt, was wir so treiben, was wir hier so verbauen. Morgen kriegen wir dann, wie schon angekündigt, nur eine kleine spezielle Aufgabe, was ich euch natürlich nicht vorenthalten werde. Und die Woche ist wieder voll mit großen Umbauten, kleinen Umbauten. Ein paar Cinderellas verbauen wir noch. Also auch da geht's richtig rund. Ich freue mich drauf und ich hoffe, ihr habt wieder so einen kleinen Eindruck bekommen. Gerade Cinderella-Verbrennungstoilette ist immer wieder interessant, wie wir es verbauen, wie die Funktionsweisen sind. Ich freue mich natürlich über einen Daumen nach oben von euch, genauso wie über ein Abo, damit ihr nichts mehr verpasst, was wir hier so von uns geben und was wir hier so machen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Bleibt mal alle gesund und wir sehen uns im nächsten Video. Euer Micha. Ciao, ciao.